Noch vor dem ersten Lockdown im März habe ich die Gelegenheit bekommen, dem Verein in Wien einen Besuch abzustatten und bei einem Training zuzusehen. Ah, hallo, Mona. Hallo. Perfekt, ja, dann komm mit. Wir bauen gerade die Netze auf und dann geht's gleich los, okay? Super. Perfekt. Wie sportlich muss ich denn sein, damit ich mit Spike Ball beginnen kann? Ich würde sagen, probier's einfach mal aus. Komm mit zum Netz und spiel mal. Okay. Bevor es auch für mich ernst wird, lasse ich mir die Regeln lieber noch einmal von einem Profi erklären. Bei Spikeball geht es darum, es spielen 2 gegen 2 und sie stehen um ein Netz rundherum. Das ist circa in 20, 30 cm Höhe, steht es über dem Boden. Und sie stehen in einem Abstand von 1,80 gegenüber einem Karo. Das ist die Startposition. Prinzipiell geht es darum, dass man so einen kleinen Ball hier in dieses Netz hineinschießt und dann damit quasi hin und her spielt. Vergleichbar ist das mit Volleyball. Das heißt, man hat quasi einen Service, nur dass man hierbei nicht über das Netz hinüber serviert, sondern dass man in das Netz hinein serviert. Und danach geht es quasi schon los. Man hat bis zu 3 Berührungen und spätestens mit der 3. Berührung muss man in das Netz hineinschießen. Das heißt, anders als beim Volleyball ist es nicht übers Netz drüber, sondern ins Netz hinein. Das heißt, das Besondere daran ist nur noch, dass es hier kein Spielfeld gibt, sondern dass man 360 Grad um dieses Netz herumspielt. Das heißt, sobald man serviert hat, ist eigentlich die ganze Fläche das Spielfeld. Für das erste Mal war das gar nicht so schlecht. Ich selbst bin der lebende Beweis. Roundnet spielen kann jeder, der motiviert ist und Lust dazu hat. Um Roundnet auch im Winter in Hallen spielen zu können und eine Community in Wien zu etablieren, hat Stefan Dubeck Ende 2018 gemeinsam mit Freunden den ersten Wiener Roundnet-Verein gegründet. Also zu dem Sport Spikeball bin ich gekommen, das war vor 2 Jahren. Ein Klassenkollege von mir hat einen Freund aus den USA zu Besuch gehabt und der hat ihm ein Spikeball-Set mitgebracht. Dieser actionreiche Sport hat uns so gut gefallen und seitdem hat mich eigentlich dieses Spikeball-Fieber gepackt. Das Equipment, das die Roundnet-Spieler und Spielerinnen verwenden, wird von der amerikanischen Marke Spikeball hergestellt und ist so beliebt, dass Roundnet selbst oft als Spikeball bezeichnet wird. Aber wie beliebt ist Roundnet eigentlich in Österreich? Also Spikeball in Europa ist noch nicht so bekannt. Der Sport kommt ursprünglich aus den USA, ist dementsprechend dort auch viel bekannter. Also dort gibt es sehr viele Spikeball-Begeisterte und da gibt es auch noch viel zu lernen. Und mittlerweile gibt es auch schon eine Liga in Deutschland und in Österreich. Also es gibt immer mehr Initiativen. Und um da eben mitzuhalten auf einem Niveau, haben wir jetzt eben geschaut, dass wir Trainings machen, um uns selber zu verbessern, eben mit viel Videomaterial auch aus den USA, weil es halt zurzeit noch mehr gibt. Und probieren da halt am Ball zu bleiben. Im Winter haben wir jetzt 2 Mal die Woche ein Hallentraining, aber jetzt beginnt ja bald die Sommersaison. Wenn wir draußen spielen, ist es auch immer so. Also wenn wir im Park spielen, gibt es immer 1, 2 Leute, die vorbeikommen, ein Foto machen, aber spielen wir da, fragen uns und googeln das halt, schauen sich das auf YouTube an. Und ich glaube, da gibt es einige, die auch dann vom Spikeball-Sport begeistert werden. Also es zieht auf jeden Fall Leute an und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil man kann es überall spielen. Es ist egal, Sand, Wiese, Hartplatz oder Turnsaal, kostet nicht viel Geld. Und da ausprobieren tun die Leute auch immer gerne sehr. Ja. Da muss man aufpassen, dass die kleinen Kinder nicht drauf spielen. Einfach ausprobieren und da kommt man sehr schnell rein. Ja. Falls du in Wien lebst und auch Lust bekommst, als Spikeball zu spielen, kannst du uns auf unserer Internetseite finden. www.wiener-roundnet.com. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Bis bald.